Hallo meine lieben Leute, euer Blue Extreme hier am Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von 5 Jahre Mario Maker. Heute mit dem Level von Pink Tops und wir werden auf einem Gerüst herumturnen mit Spring Bones. Ich bin sehr gespannt, was hier abgeht. Ich hoffe ihr auch. Mal gucken, wie schwierig es ist. Aber der Tag ist Link. Okay. Ja, da muss ja eigentlich hier Link vorkommen. Mit dem habe ich jetzt hier gar nicht gerechnet, aber ja, Link kann hier durchaus vorkommen. Durchaus. Und wir haben 8 rote Münzen, die wir sammeln können. Ich denke mal, die sind wieder optional. Mal schauen, ob wir die alle direkt finden. Das wäre natürlich nice für den Kuchen. Und schön, dass ihr auch wieder da seid. Und vielen Dank an dieser Stelle auch an alle Daumenhochgeber wieder und auch an alle Kommentarschreiber für den Support des Projektes. Und diese Linien da zeigen quasi an, wann man denn oder wo man denn da drauf springen soll. Sehr gut. 5 Jahre Mario Maker. Das war noch nicht der Kuchen. Nein, ich denke mal, der Kuchen, der wird die Überraschung sein für die 8 roten Münzen. Mal gucken. So. Aber andererseits, sind ja doch recht offensichtlich bisher. Wobei, nicht immer, ne? Mal so. Ich hoffe, wir haben alles. Okay. Bum. Ja, schönes Gebilde. Krieg ich die Münze? Nein, ich krieg die nicht. Aber vielleicht, wenn ich hier von ganz oben hochspringe, dann kriege ich die Münze. Sehr, sehr, sehr schön. Nice. Cooles Double bisher. Wie auch alle anderen bisher. Sehr gut. Und hier ist eine Tür. Okay. Ja gut, das könnte eine Reset-Tür sein. Ich muss nicht zwingend was verpasst haben. Ja, hier ist ein Leben. Und ist das die Reset-Tür? Okay. Wozu? Ach so. Falls die Knochen trocken weg sind. Ich verstehe. Okay. Wups. Und wups. Feuerblume sollten wir, denke ich, behalten. Ja, da ist was. Jawohl. Die entgeht mir nicht, die Münze. Und ich denke mal, eine Münze ist noch versteckt bei... Ja, vor der Schlüsseltür, so wie immer eigentlich. Hier haben wir noch eine, sehr gut. Und ich denke mal, hier sollten wir den P-Switch nicht drücken. Nee. Hier nicht, definitiv nicht. Oder? Das ist ein Fragezeichenblock. Ah, den können wir so aktivieren, okay. Gut, wir lassen den P-Switch sein. Ich glaube, sonst sterben wir. Da ist eine Münze, okay. Die kriegen wir über den Knochen trocken. Wenn der mal wieder hochkommt. Sehr gut, reicht das schon? Ja, das reicht schon, perfekt. Jetzt müssen wir nochmal warten. Und theoretisch haben wir sogar alle Münzen. Wenn die letzte vor der Schlüsseltür ist. Und ich gehe mal da runter. Ah, das ist nur eine 30er Münze. Nehmen wir den mal mit. Jawohl, warum denn auch nicht? Schaden tut's ja nicht, ne? Außer wir wären gestorben, dann wäre da durchaus ein kleiner Schaden entstanden. Aber nein. Hier ist nichts mehr, alles klar. Okay. Sehr schön. Letzter Abschnitt. Weitere P-Switches. Ich denke mal, die dürfen wir nach wie vor nicht drücken. Und noch eine Feuerblume. Okay, jetzt muss ich mal schauen, wie viele Sterne dieses Level hat. 2 von 4. Gut. Also es müsste jetzt noch irgendeine Schwierigkeit kommen. Andererseits. Ja gut. Autsch. Ja. Hups. Können, denke ich mal, viele mit den Trampolinen nicht so gut umgehen. Vermute ich mal. Und hier haben wir den Kuchen. Yeah. Und wir nehmen das Geld mit. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr geil. Was haben wir hier? Leben? Ne, eine Münze. Okay, 5 Jahre Mario Maker. Nice, sehr gut. Ja, bisher habe ich eigentlich alle Level. Ja, ziemlich auf Anhieb gelöst, ne? Nur das allererste nicht. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich da den Schlüssel gefunden habe. Und wir warten das ab. Ich will das Leben an der Fahnenstange holen. Ja, so viel Zeit muss sein. Perfekt. Ja, cooles Level wieder. Und ich würde sagen, auch wieder ein cooles Video.
Gerne könnt ihr eure Meinung zu dem Level wieder in die Kommentare schreiben. Freue ich mich. Das Level kriegt ein Like. Und wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Bis dann, macht's gut, euer Bluxtu und ciao!